Guten Abend. Einen Moment. Weiterhin guten Abend. Ich habe die Hoffnung, dass das Spiel hier, dass das heute Abend funktioniert mit dem Stream. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn nicht. Weil ich heute offenbar wieder Internetverbindungsprobleme habe. Habe jetzt in der letzten Stunde 2 DSL-Disconnects gehabt. Ich hoffe, es hält die nächsten paar Stunden. Hallo Cassiopeia. Guten Abend. Daumen drücken, dass hier keine Disconnects auftreten. Also wenn ich ganz plötzlich von jetzt auf gleich weg bin, dann liegt es nicht daran, dass ich hier wütend einen Rage Quit gemacht habe, sondern dass plötzlich mein DSL weg ist. Ne? Ich habe am Samstag auch den nächsten Technikerbesuch wieder mal. Aus den Gründen, dass hier ständig irgendwie die Verbindung weg ist. Ja. So sieht's aus. Ja, aber ansonsten steht ja kurz das Wochenende bevor. Ne? Also schönerweise muss ich morgen wahrscheinlich auch nur bis mittags arbeiten. Wenn alles klappt, wie ich mir das so erhoffe. Und dann muss ich ein bisschen klar Schiff machen hier, weil ja quasi Besucher kommt. Speziell da, wo er halt hin muss. Ne? Mal sehen, also ich habe einen Verdacht, oder ein Kollege hat einen Verdacht, was das Problem sein könnte. Wackelkontakt, meint er. Vielleicht liegt es daran, ich habe im Flur, da ist noch eine Telefondose, die ist eigentlich überbrückt, aber vielleicht ist da irgendwie ein Wackelkontakt oder irgendwie was. Und ich werde den Techniker, wenn er hier eintrudelt, mal bitten, die Dose wieder in Betrieb zu nehmen und sie als einzige Dose zu machen. Dann ist zwar die Fritzbox im Flur und ich muss hier ein Kabel quer durch die Wohnung legen. Aber dann hätte ich zumindest erstmal Info, ob es klappt. Ne? Also, Daumen drücken. Naja, ansonsten, wie geht's dir so, Cassiopeia? Ich hoffe auch gut, ganz gut. Mir geht's okay, wie gesagt. Ne? Weil mich halt so ein bisschen genervt fühle von diesem Internetkram. Aber ansonsten, was habe ich eigentlich keinen Grund zu klagen. Ziemlich gestresst. Ich freue mich auf Wochenende. Ja. Arbeitstechnisch war diese Woche auch nicht so geil. Es gab schlimmere. Es gab schon bessere. Also das war so eine Durchschnittswoche bei mir. Ich freue mich auch schon aufs Wochenende. Sollte es dann klappen mit dem Internet? Also. Moment mal eben. Da muss ich leider kurz ran. Einen Moment bitte.
Das war genau die falsche Taste. Ich bitte um Entschuldigung für diese Unterbrechung. Das war mein Chef. Also, da muss ich kurz erzählen. Also, erstmal, hallo Medias, schönen guten Abend. Das muss ich kurz erzählen. Ich habe einen brasilianischen Kollegen, der Probleme mit einer bestimmten EDV-Geschichte hat. Und vor, also letzte Woche, Montag bis irgendwie Mittwoch oder so, war in Brasilien, unter anderem im Brasilien Karneval. Da war quasi nichts zu machen. Ne? Also die waren alle weg. Aber der brasilianische Geschäftsführer hatte mir eine Mail geschrieben. Das ist ganz wichtig. Einer von den Kollegen, dem musste ich unbedingt helfen. Der hatte da Probleme, sich einzuloggen. Und den sollte ich anrufen und so weiter. Habe ich angerufen und der war aber, sagte ich, nein, ich bin hier gerade quasi im Urlaub und ich melde mich wieder, wenn ich bereit bin. Ne? Und hat er nicht gemacht. Und es ist jetzt eine Woche her und jetzt hat der brasilianische Geschäftsführer eine wütende Mail geschrieben, dass ich mich bei dem noch nicht gemeldet hätte, um ihm da zu helfen. Ich habe jetzt zurückgeschrieben per Mail, dass ich auf seinen Anruf gewartet habe. Er hat gesagt, er würde sich bei mir melden. Hat er nicht gemacht. Na, und jetzt? Jetzt, gerade in diesen Minuten, ist er wohl da im Büro und der Typ meint, jetzt muss man ihm helfen. Jetzt ist er da, jetzt ist Gelegenheit. Und macht alle wild. Und in Brasilien ist 3 Stunden früher als hier. Macht alle wild und deshalb findet es mein Chef Notfall genug, um bei mir anzurufen. Ich hatte ihm mal gesagt, er darf die Nummer nur benutzen, wenn es ein Notfall ist. Und was, ja, das ist für ihn Notfall genug gerade. Dass der Typ sich nicht anmelden kann. Und weil der brasilianische Geschäftsführer da irgendwie sauer ist. Weil wir seit einer Woche nichts gemacht haben. Ja. Das findet er. Und dafür lohnt es sich dann hier quasi nach 18 Uhr bei mir anzurufen. Ja. Das regt mich ein ganz klein bisschen auf. Ein bisschen. Also, ja. Ich verstehe das nicht. Nur weil der jetzt gerade da ist. Weil jetzt ist er gerade da, jetzt könnte man. Jetzt, also, und deshalb. Deshalb jetzt los, wa? Meldet sich über eine Woche nicht und plötzlich müssen wir Gas geben wie blöd. Wenn das Telefon nochmal klingelt, gehe ich nicht ran. So. Also, Kameraden, drückt mal die Daumen, dass die Internetverbindung wenigstens stabil bleibt. Wenigstens für heute. Ne? Wenigstens für heute, damit das hier ordentlich funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Kann ja bis morgen früh warten. Nein, geht nicht. Das ist ganz wichtig. Das muss jetzt passieren. Da ist seit einer Woche nichts passiert. Also muss das jetzt passieren. Hier ist es der Typ hat angerufen und jetzt ist er im Büro und jetzt. Ja. Dann ist es wichtig genug, uns hier quasi im Feierabend anzurufen. Das macht mich schon wieder ganz kirre, ehrlich gesagt. Da werde ich morgen auch nochmal kurz ein kleines Statement abgeben, dass ich es nicht einsehe. Dass ich es nicht einsehe, dass der Typ sich eine Woche nicht meldet und wir plötzlich Attacke machen sollen. Bloß weil er jetzt gerade da ist, ne? Er soll sich als Chef an die Öffnungszeiten der EDV halten, ja, genau. Und vor allem an die Feierabendzeiten. Der hat so eine komische Einstellung, was wichtig ist und was ein Notfall ist und was so und so weiter, ne? Hallo Cherubim, guten Abend. Irgendwie geht die Firma immer vor. Für ihn.
Naja, gut. Also, schauen wir mal, was draus wird. Das glaube ich, schätze, dann kann ich bestimmt nachts wieder schlecht schlafen, weil ich mich drüber aufrege. Naja, andersrum gesagt. Also, gehen wir mal wieder zu Themen, die ich angenehm finde. Hier. Das hier habe ich auch angefangen zu installieren. Ne? Schauen wir mal, werde ich irgendwie die Tage mal probieren. Vielleicht am Wochenende, vielleicht aber auch irgendwie nächste Woche erst. Ich wollte am Wochenende eigentlich ganz gerne entweder längere Monster Hunter Sessions machen oder auch das hier mal ausprobieren, das Kingdom Come. Vielleicht auch beides, sofern wie gesagt mein Internet funktioniert. Also zumindest das Streaming, sofern mein Internet funktioniert. Ja, solange es stabil funktioniert. Wollen wir mal sehen. Dein Kingdom Come crasht nicht mehr. Okay. Gab es noch Patches oder sowas? Ganz komisch übrigens. Da sind ja irgendwie 4 Datenträger drin. Und wollte ich von da installieren. Und der hat für die ersten 200 Megabyte von irgendwie 35 Gigabyte oder so, hat er, keine Ahnung, eine 20 Minuten gebraucht. Und es sah nicht aus, als wenn er schneller werden würde. Dann habe ich es abgebrochen und lade es dann tatsächlich über Steam runter. Und das ist ja jetzt schon mehr als die Hälfte mit fertig. Ne? Problem war, die CryEngine hat wohl Probleme mit überrakteten Grafikkarten. Meine Grafikkarte untertakten, weil meine 1080 Ti von Haus aus schon übertaktet war. Ah, okay. Okay. Also, ja, dann werden wir sehen, wie es bei mir ist. Ich habe ja eine 1070 drin. Ich weiß gar nicht, ob die basismäßig übertaktet ist. Ich weiß es einfach nicht. Nee. Wir werden sehen. Schauen wir. Ne? So. Ja, und wenn, wie gesagt, mit Internet das alles irgendwie nicht so richtig klappen sollte, werde ich trotzdem spielen. Und dann halt nicht streamen. Ne? Kingdom Come macht mir echt sehr viel Spaß. Das wird es bei mir hoffentlich auch. Ich bin ja, wie ich neulich im Stream von Stefan gesagt habe, mag ich es ja gerne, einfach die Atmosphäre zu haben. Ne? Die Atmosphäre mir aufzunehmen, einfach durch die Welt zu gehen und so weiter. Ne? Finde ich ja ziemlich gut. Werden wir also sehen, wie es aussieht. Natürlich mag ich es auch ganz gern, dann zwischendurch irgendwas auszuprobieren, ein bisschen Fortschritt zu haben, aber ich muss keinen schnellen Fortschritt haben. Ach gut, von da bin ich gekommen. Ich muss also keinen schnellen Fortschritt haben. Ich muss nur generell irgendwie weiterkommen. Und wenn weiterkommen darin besteht, dass ich die Gegend erkunde, ist auch schön. Und so ist es bei Monster Hunter übrigens auch. Also ich werde auch mir ein paar schöne Rüstungen zusammen farmen und ein paar schöne Waffen zusammen farmen und werde auch nicht darauf aus sein, das Spiel möglichst schnell durchzuzocken, sondern immer Schritt für Schritt und dann setze ich mir ein neues Ziel, wenn ich die Rüstung habe, vielleicht das Ziel, dann die nächste Waffe oder das nächste Waffen-Upgrade und dann wird eben der, was weiß ich, Rassalos eben 10-mal gemacht oder irgendwie was, so lange bis dann die Sachen entsprechend rauskommen. So werde ich das handhaben. Jawohl. Gut, also, legen wir mal los, würde ich sagen, mit dem eigentlichen Spiel hier. Ich habe im linken Fenster einen Dauerping laufen, also ich werde sofort sehen, wenn die, falls die Internetverbindung weggeht, sagen wir mal optimistisch. Und schauen wir mal. Ne? So, also, wir haben es letztes Mal, ich erinnere mich, geschafft, hier diesen Weg hier, diesen Gang hier, von giftigen Gasen oder explosiven Gasen zu befreien. Und hier habe ich dann gespeichert und hier geht es jetzt weiter. Alles neu macht jetzt in dem Fall der Februar. Mal sehen, ne? Transportcontainer, Schalttafel, Transportcontainer. Schalttafel, das ist alles Schalttafel.
Guck mal, Transportcontainer für Exemplare. Schwarzer Harz. Ach, dringt durch die... Jetzt habe ich mich wieder voll erschrocken. Eine Kiste. Ne? Schwarzer Harz, okay. Gliedmaßen. Regeneration. Okay. Jetzt habe ich mich voll erschrocken. Jetzt ruft der... Ich weiß es genau. Der Typ ruft gleich auf dem Handy an. Wenn er mich hier nicht erwischt, ruft er gleich auf dem Handy an. Ist mir aber auch echt egal. Ich mache das Handy hier auf Flugmodus. Ende der Geschichte. So. So, kann ich da noch was mitmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheinbar nicht. Klar, schwarzer hasse ich, so kleine Löcher in der Kiste. Regt mich schon wieder auf. Regt mich schon wieder auf, ehrlich gesagt. Aber ich versuche Project Kitchen Knife. Ich versuche mich nicht aufzuregen. Ein leises Kratzgeräusch dringt aus der Plastikkiste. Eine Schalttafel. Wieder Telefon. So, kein Ziel festgesetzt. Kann ich hier irgendwas festsetzen? Ich reg mich auf. Es tut mir leid, ich reg mich auf. Huch. Ach, Moment mal. Da waren noch so Symbole drauf. Gehen wir wieder raus. Okay. Wahrscheinlich muss man diese Symbole hier da irgendwie darstellen. Okay, versuchen wir es mal, uns zu merken. Bitte lieben. Das war's. In 6 Tagen sind die Demon's Souls Server down. Ja. Das ist schon ziemlich ätzend, das stimmt. Ich muss das nochmal angucken. Irgendein Muster merken. Das und hier so Treppen und da so ein irgendwas. Na, mal sehen. Ich finde das schön, dass wir es nochmal geschafft haben, zusammen zu spielen. Das ist das. Da ist zu Ende. Da auch. Ah, Moment, die... könnten da zusammenpassen. Ich muss ja das mittlere Teil nochmal irgendwie angucken, denke ich. Ja, ich finde es auch echt schade mit den Demon's Souls Servern. Das war das, glaube ich. Also so ein Teil, was so einen ziemlich tiefen Einschnitt hatte. Das müsste das eine sein.
Kein Ziel festgelegt. Hm. Vielleicht geht aber auch nur das Ding hier. Vielleicht ist das ja irgendwie... Vielleicht geht's ja nicht. Hm. Klick. Verlassen. Okay. Versuchen wir was anderes. Das ist ja vielleicht einfacher. Mal sehen. Einfach ein waagerechtes Ding. Das hier scheint zu bleiben. Und dann irgendwie so ein Ding in der Mitte. So ein senkrechter Streifen. Machen wir erstmal das hier. Ist da rüber gesprungen? Nein. Hier geht nichts. Was wohl dieses Licht hier oben soll? Das ist wahrscheinlich einfach nur ein grafischer Effekt. Der scheint über eins wegzuspringen, ne? Das ist hier auch wirklich richtig? Scheint so, ne? Als ob das richtig wäre. Hm. Vielleicht muss ich auch tatsächlich erst noch... Vielleicht brauche ich noch irgendwas anderes dafür. Hm. Ich gehe erstmal aus dem Raum raus. Ich gucke erstmal woanders. Mal hier gucken, was da Sache ist. Tia. Tram isn't operational. What do you mean? Can you fix it? No. No, I don't think so. There is no other way out of there. There has to be. Let me look around. Fuck, this is all falling apart. Alles geht den Bach runter, ja. Was haben wir hier? Wo ist der Typ denn überhaupt? Ach, hier. Man sieht manchmal gar nicht, wo er ist. Ach, guck mal hier. Hier sind noch mehr Transportcontainer. Transportcontainer für Exemplare. Der Transportcontainer ist ziemlich abgenutzt. Der versiegelte Deckel des Containers ist mit einer stinkenden grünen Schimmelschicht bedeckt. Ein Totenkopfsticker pellt sich an der Seite ab und weist darauf hin, dass dieser Container einst gefährliche Waren transportiert hat. Okay. Eine Leiche. Roger Callahan. Zerstörte Bahn. Die knotigen Überreste verbogenen Stahls stehen wie Soldaten in bedrohlicher Wartestellung. Die Leiche. Gucken wir uns mal an. Also, angucken im Sinne von hingehen wahrscheinlich, ne? Diesmal haben die gar kein PDA oder so dabei. Oh. Also gut, pass auf. Wir gucken uns den ersten Container an. Project Seed. What? Oh, nothing. Just reading out loud. Vielleicht lässt sich das ja mal darstellen hier. Hm? Hm, hm, hm.
Das Ding in der Mitte ist ziemlich eindeutig, so dieses nach unten, nach oben. Das hier, das da, kann versuchen sich zu merken. Schauen wir mal. Mal beeilen, damit ich hier das Bild noch ein bisschen vor Augen habe, ne? Das muss eigentlich nach links, glaube ich. Rechts war irgendwas anderes. Jetzt habe ich schon nicht mehr im Kopf, wie es aussah. Wer macht auch schon solche... Das muss in der Mitte. Wer macht auch schon solche... Solche seltsamen Dinge hier. Solche Schaltelemente. Ich meine, warum nicht einfach hier irgendwie ein Code, ne? Vielleicht ist es das? Kein Ziel festgelegt. Hm. Eigentlich ist das in der Mitte gewesen. Das hier nicht ganz. Da unten fehlt, obwohl das, ja doch, könnte man so interpretieren. Hm. Letzten habe ich mir jetzt nicht so richtig gemerkt, wie es aussieht. Der springt immer über einen hinweg. Hm. Also Weiterkommen muss ja auf jeden Fall in diesen beiden Räumen stattfinden, weil hier geht es ja nur zurück. Oh. Dankeschön, Sergeant Robson. Ich hoffe, du warst erfolgreich mit Grey Goo. Gucken wir mal das nächste an hier. This one was for hydroponics. Dafür gucken, ja, wir gucken jetzt auch noch an. Medical Bay, this is it. This is it, sagt er. Also muss ich das aktivieren, wenn er sagt, this is it. Mhm. Hier hinten so ein Haken raus, sage ich mal. Wie so ein R. Wie so ein altmodisches... Retro-altmodisches R. Das Ding kann ich mir wohl merken. Und das hier hoffentlich auch. So, schauen wir mal. Also, das war wohl das, nehme ich mal an. Das hier. Und hier irgendein anderes halt. Ziel festgelegt, Krankenstation. Ha. Gut. Da steht was. Mhm. This is either brilliant or very, very stupid. I'm gonna say both. Oh. Quantum devices are not permitted in specimen storage. Quarantine procedures initiated. Quantum storage device reset. Okay, let's see what we can see. It definitely looks like the medical facilities. I think I'm on the right track. Yeah, you're on the medical bay level one. Your daughter is four decks below you. She is so close, John. So close. Dann schauen wir mal. Habe ich noch Sachen? Nein, auch der Bohrer ist weg.
Mein gesamtes Inventar ist leer. Pass auf, ich speichere mal. Hier. Ja. Maschinen. Diese Maschine führt vermutlich verschiedene Tests an den Exemplaren durch, die durch die Rohre hierher transportiert werden. Herunterhängende Kabel. Da der Bereich nicht öffentlich zugänglich ist, wurde keine Mühe darauf verwendet, diese Drähte ordentlich zu verkleiden. Abladerohr für Exemplare. Auf der Seite dieses Rohrs stehen die Worte Exemplare, Eingang. Und Terminals. Diese Terminals steuern verschiedene Elemente dieses Apparates. Aber jedes einzelne scheint hinüber zu sein. Ich nehme an, es geht hier weiter. Aber ich wollte mich halt ganz gerne umgucken. Rotes Schimmern aus dem Rohr. Das feurige Schimmern dieser Lichter wirkt nicht gerade beruhigend. Und ich weiß auch gar nicht, warum es da ist, ehrlich gesagt. Na gut, gucken wir mal. Also die gesamte Station. This is strange. I'm not reading any PDTs in your area. They should remain active. Even on the Tell me, John. Why are you working with this jackal? Dr. Milan. Ah. She's been talking about me. Look, I'm nobody. I just want to find my family. Without a family, man alone in the world. Temples with a cult. Are you trembling, John? Because make no mistake, you are alone. Uh-oh. John, are you there? I jammed him from the comm system. What did he say? He knew me. He knew my name. Could he help us? John, this is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, too. I'm just a school teacher. I can promise you that I want to find your family as much as you do. Das glaube ich nicht. We're in this together. Eben gerade mein Telefon wieder geklingelt. Das habt ihr vielleicht gehört. Dieses dämliche Piepen. Drei Rufe, Anrufe in Abwesenheit. Aber nur eine davon. Nur eine davon von meinem Chef, wie es aussieht. Ich werde das Ding jetzt einfach stumm schalten. Und dann ist gut. Ne? Alle löschen. So. Reg mich auch nicht so auf. Quatsch. Stumm schalten, habe ich gesagt. So. Weg mit dem Mist. Bitte um Entschuldigung. Beunruhigt mich gerade alles. Einkerbung im Fußboden. Da waren... Na, wie ein Geschütz, ne? Yucca-Cola-Automat. Fangen wir mal hier an. Kiste. Diese Kiste ist verriegelt und wird sich in nächster Zeit auch nicht öffnen lassen. Blutflecken. Ein dunkles Blut befleckt die Wände. Aber noch beunruhigender ist die Abwesenheit jeglicher Leichnam in diesem Blutbad. Ja. Blut, aber keine Leichen. Die wurden für irgendwas benutzt. In diesem Bereich hat ein schreckliches Blutbad stattgefunden, aber auf dem Boden liegen keine Leichen verstreut. Ja. Kein einziger Körper ist in dieser Verwüstung zu sehen.
Cola-Automat. Da kann ich sogar rangehen. Interessant. Aber ich habe überhaupt... Naja, also es muss so funktionieren, da ranzugehen, sage ich mal, ne? In diesem Bereich des Fußbodens ist eine rechteckige Einkerbung zu sehen. Der Bereich ist im Vergleich zu dem restlichen Boden ungewöhnlich sauber. Hier war auch so ein Ding. Irgendwo. Naja, gehen wir mal so ein Stückchen hier. Ich wette, wenn ich hier so lang gehe, dann gerate ich in den Einflussbereich dieser Geschütze. Dieser Automat wurde umgeworfen. Aber wahrscheinlich nicht von einem Mitarbeiter. Die Kane Corporation hat den Preis dieser Softgetränke auf keinen Fall subventioniert. Gutes altes Yucca-Cola. Huch. Never liked Yucca-Cola. Ach. Gutes altes Yucca-Cola. Das Getränk ist ein unglaublich wirksamer Mix aus Zucker und aufputschenden Mitteln mit extrem hoher Suchtgefahr und ist in vielen Kolonien verboten. Herunterhängendes Kabel. Es ist bestimmt keine gute Idee. Das anzufassen, schätze ich mal. Okay, also der zweite Geschützturm wurde da gerade deaktiviert durch den ersten, sage ich mal. Ich frage jetzt, ob ich auch den ersten deaktivieren kann, indem ich diesen Automat darüber drauf schiebe. Das wird wohl nicht gehen, wie es aussieht. Was passiert denn mit dem Kabel? Oh, ich nehme es mit. Das passiert. Ich dachte, ich kriege da jetzt einen Stromschlag oder sowas. Lose Kabel. I think that would break. Pre-Alpha, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. I think that would break. Freiliegender Kanal, so. Ich schätze mal, wäre ich da einfach hingegangen, hätte mich wahrscheinlich das Geschütz hier erwischt. Ja. Zerfetzte Metallfliesen bieten einen Einblick in einen Servicekanal. Und eine Glastür. Der Blick durch diese Schiebeglastür wird durch die Spuren von getrockneter roter Flüssigkeit versperrt. Ja. Und was das wohl sein mag. Mal sehen. Ach, hier bin ich. Okay, John. Wie gesagt, man muss immer erst gucken, wo man ist. Leichnam. Pistole. Ach, sieh an. Sentry Gun Computersteuerung. Okay, Schatten eines langsam drehenden Ventilators. Die Luft im Tunnel ist abgestanden und geschwängert von fauligen Verwesungsmief. Der Schatten des Ventilators ist nervenzermürbend und sorgt dafür, dass du dich ständig umschaust, weil du schwören könntest, du hättest aus dem Augenwinkel eine Bewegung gesehen. Der abartige Gestank von Tod und Verwesung dringt aus dem Raum, sodass du würgen musst. Kann man hier noch lang gehen? Ne, hier ist Fire Evening. Wie der Engländer sagen würde. Der Engländer. Gibt mir einen. Ich habe eine Pistole. Ist sie denn auch geladen? Leere Pistole, siehst du?
Nein. Der Leichnam hat bestimmt Munition. Und wahrscheinlich auch wieder Text. Oh Gott. Affe. Not the body tear. He's pretty bloodied up. Fangen wir mal an. 18. Mai. Noch mehr Stromausfälle heute. Verdammt, ich dachte wirklich, das hätten sie jetzt im Griff. Die Leute sind viel schlechter gelaunt als gewöhnlich. Einer meiner Jungs ist heute zusammengebrochen und hat gezittert und sich gekratzt, als wäre er auf Entzug oder so. Ich habe mit den Krankenschwestern gesprochen, die ihn untersucht haben. Und scheinbar hat er eine Art Droge im Körper. Er schwor Stein und Bein, dass er sauber sei und nichts genommen habe. Aber sie bereiten schon ein Tribunal für den armen Kerl vor. Die Sache ist, ich glaube ihm. In letzter Zeit benehmen sich alle ein bisschen merkwürdig. Am 6. November. Was geschieht mit meinem wunderschönen Schiff? Dieser Scheiße wächst aus der Wirbelsäule dieses Babys wie ein Krebsgeschwür. Ich schreibe immer wieder Mails an Dr. Malan deswegen, aber er hat noch auf keine meiner Nachrichten geantwortet. Ich weiß, dass er sie liest. Denn wenn ich ihm mehr als nur ein paar Wörter schicke, kommen jedes Mal diese Trottel aus der Hydrokultur runter, um Proben zu holen. Es ist mir neulich gelungen, mir seine Assistentin zu schnappen. Und ich habe verlangt, dass man uns sagt, wann wir endlich unseren Anteil an den Rationen bekommen. Sie sah mich an, als hätte sie eine Woche lang nicht geschlafen und sagte, bald. Keiner von uns schläft gut. Ich versuche jeden Tag mit einem Lächeln zu begrüßen, aber die Schrauber werden langsam panisch, wenn nicht sogar aufständisch. Ständig bin ich damit beschäftigt, Streithähne auseinanderzubringen, anstatt mich um die Wartung der Maschinen zu kümmern. Klingt gefährlich. Ich habe schon überlegt, mit einer Gruppe runter zu den Maschinenports zu gehen und das ganze Schiff in die Luft zu jagen. Aber ich fürchte, dafür ist jetzt zu spät. 20. Dezember. Keine Techniker mehr, keine Hoffnung mehr. Wenn einem diese Dinge genommen werden, hat man nichts mehr. Ich diktiere das hier zusammengekauert unter dem Haupt-Security-Terminal. Ich denke, keines dieser Dinger wird mich hören. Der Rest der Überlebenden hat sich in den Schotten verkrochen, aber niemand wollte das Risiko eingehen, zu gehen, bevor wir nicht irgendeine Form von Schutz haben. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir entweder verhungern oder sowieso sterben. Dann hat eine überwältigende Mehrheit dafür gestimmt, dass ich losziehen und Hilfe holen soll. Also kam ich durch einen der Wartungstunnel hier hinunter und habe den Security Terminal so programmiert, dass alle Lebewesen mit noch implantierten PDT als feindlich betrachtet werden. So sollten wenigstens die Geschütze auf unserer Seite sein. Wir haben sowas implantiert, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob das funktionieren wird, aber mehr konnte ich nicht tun. Jetzt bin ich allein. Scheiß drauf, das bin ich gewohnt. Hab ja nie die Richtige getroffen oder so. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Lotis habe schreien hören. Wahrscheinlich sind sie jetzt alle tot, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich konnte hören, wie diese Dinger die Paneele vom Boden und Decke abgezogen haben, als wären sie aus Papier und ich bin am Arsch, wenn sie mich so unter dem Boden zusammengekauert finden. Guy Fawkes ist bei seiner Hinrichtung mit der Schlinge um seinen Hals gesprungen, schon gewusst? Sie wollten ihn halb strangulieren und dann ist in Stücke reißen, aber er hat den Henker ausgetrickst und sich selbst das Genick gebrochen, bevor sie ihn weiter foltern konnten. Ich werde es genauso machen. Ich habe nämlich eine Knarre zu meinem Schutz. Es war nur noch eine Kugel, aber das macht nichts. Ich werde nur eine brauchen. Na gut. Was ist denn hier? Hinweise und Berichte? Persönliche Datentext? Von Dr. I. Al-Rai Cooper an die komplette Belegschaft. Persönliche Datentext. Liebe Kollegen, alle von Ihnen, die noch in der Lage sind, Nachrichten über das Intranet zu empfangen, wissen inzwischen, dass die Kreaturen unsere PDTs benutzen, um an den Sicherheitscheckpunkten vorbeizukommen. Um das zu verhindern, habe ich beschlossen, dass Sie alle sich einer nach dem anderen in Begleitung einer bewaffneten Eskorte zum primären Operationspod begeben werden, um mir PDT entfernen zu lassen. Sobald dies abgeschlossen ist, wird
die Sicherheitsprotokolle so umprogrammieren, dass sie jeden angreifen, der noch einen Datentag hat. Öffnen Sie die Türen Ihres Quartiers nicht, bevor das entsprechende Passwort angegeben wird. Das heutige Passwort lautet Aegis. Okay, das könnte relevant sein, dass ich das jetzt weiß. Ein Ausgang von Dryson an alle Ingenieure. Die Lage. Wie ist die Lage? So sieht es aus. Die nicht definierte Substanz breitet sich weiter aus. Sie hat die Maschinenports D bis G zerfressen und nach einer kurzen Besprechung mit den Antriebsingenieuren kann ich euch sagen, dass wir einen nachteiligen Effekt auf Effizienz und Geschwindigkeit der Motoren haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Schiff wird erheblich langsamer. Alles, was hier noch an Geschwindigkeit zulegt, ist das Wachstum dieses Pilzes. Sein Ursprung ist nach wie vor unbekannt, aber wir kommen der Sache langsam näher. Wir haben hier eine Krisensituation. Benutzt das stärkste Zeug, das ihr finden könnt, um diesen Pilz von den Halterungen der Antriebsscheibe abzukriegen, ohne dabei die Umbauten des Antriebskerns zu gefährden. Viel Glück, Leute. Von Steve Dryson. Gut. Okay. Steve Dryson. Kriege ich hier noch was? Das war kein sicherer Hafen für diese arme Seele. Ich dachte, ich krieg ja noch die Kugel oder so, aber die hat er ja scheinbar benutzt. Die Sentry Gun. Steuerung. Dieses Terminal ist mit dem Geschütz daneben verbunden. Darunter liegt ein Haufen leerer Yuka-Cola-Dosen. Huch. Huch. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. No low ammunition. Ja. Ja. Kann ich hier irgendwas tun? Sentry Gun, Fuß. Das Geschütz ist einsatzbereit und so positioniert, dass es unbefugtes Personal im Raum darüber sofort eliminieren kann. Kann ich eventuell mit dem losen Kabel da was machen? I think that'll just break it. Ja, das wäre Sinn der Sache, dass es kaputt geht. No low ammunition. Tja. Egal, wo ich hinklicke, er geht wieder raus. Tja, wie bringt mich das jetzt weiter? Ich habe eine leere Pistole. Ich habe Yuka-Cola. Hier übers... Ach! Kaputt. Okay. Das Geschütz ist jetzt eigentlich nicht mehr einsatzbereit, denke ich. Hoffe ich. Blutflecken. Kann ich da jetzt irgendwas tun? Kann ich hier jetzt lang gehen? Andererseits müsste ich viel... Lose Drähte? Andererseits... Achso, die gucken, haben nur angucken. Andererseits dachte ich mir, könnte ich höchstens vielleicht das Ding benutzen, um hier auf die Wand kaputt zu schießen. Das ist wohl nicht der Fall. Kann ich einfach hingehen? Moment. Speichern. Geh da hin. Der geht nicht hin. Blutflecken. Kann ich eventuell mit der Pistole hier einfach drauf einprügeln? Kann ich wohl nicht. Kann ich eventuell mit der Pistole hier drauf gehen? I can try to make it set, but it may break. Und mir, ich dachte mir, vielleicht da irgendwie Munition besorgen oder so, aber das kann ich anscheinend nicht.
Nur das Kabel. No, that's ridiculous. Wo ist das Kabel hier? These don't go well together. Ich kann auch anscheinend nicht mehr zurückgehen. Ich meine, das hat jetzt auch den Vorteil, ne? Also wenn man in so einem Spiel nicht zurückgehen kann, dann bedeutet das ja, dass alles, was man braucht, vorhanden ist. Es sei denn, es ist ein altes Spiel, bei dem man auch ohne weiteres sich den Weg verbaut, wenn man nicht rechtzeitig alles mitnimmt. So wie ich es schon mal erzählt habe. Im Text-Adventure. I hate doors. One override. Coming up. Shit, John! The security systems in medical are inaccessible. It's like they've been locally reset. I can't access anything. I'll think of something. Ja, toll. Mit den Kabeln vielleicht. Wie im Text Adventure Trinity, wo man plötzlich sich den Weg verbaut, wenn man nicht ganz früh am Anfang schon einen bestimmten Gegenstand mitnimmt. Kann ich hier die Glastür irgendwie? Glastür? Also ich habe so das Gefühl, also naheliegend wäre es, diese Glastür kaputt zu schießen. Von der Verbindung getrennte Sentry Gun. Eben ging es noch nicht, glaube ich. Bin ich sogar ziemlich sicher, dass es eben noch nicht ging. Wow. Das ist auch eine Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Warning. This area is off limits to all active PDT users. Please see your supervisor for further instructions. That makes no sense. All PDTs. That's everyone. They must have changed security settings. Stop anyone from heading down below. Or coming up. Kann anscheinend auch zurückgehen, wie es aussieht. PDA, Blut. Das Leuchten der einschlagenden Blitze wirft Licht auf eine grausame Reihe Blutspritzer über dem Fenster. Blut. PDA, da steht nichts dran. Huch! Ist gerade eben gesehen. Ganz kurz nur. Portal. Die Atmosphäre von Neptun verschlingt dieses Schiff, während Blitze den Weg weisen. Noch ein PDA. Das wird einiges an Text geben, denke ich mal. Ein Fahrstuhl. Zerstörte Sentry Gun. Du redest dir gut zu, dass du jetzt erstmal in Sicherheit bist. Das geht hier auch lang. Okay. PDA. Erika Boxer. 16. April. Dieser beschissene Wichser. Ich fasse es nicht, was er für ein Arschloch ist. Welcher Mann verlässt eine Frau am Jahrestag? Die arme Danica ist völlig hysterisch. Wegen diesem Wichser muss ich meine Schichten tauschen. Sadie hat ja sehr geholfen. Sie ist mir wirklich eine gute Freundin. Wir waren in der Schwesternschule unzertrennlich, bis sie beschlossen hat, auf Botanik umzusatteln. Scheint, als wäre sie eher für allgemeine medizinische Forschung geeignet, als für die Pflege von Patienten. Das passt schon, ist mir egal. Ich arbeite auf jeden Fall lieber mit Menschen als mit Pflanzen. Auch die neuen Gehstege in der Hydrokultur sind ein Bonus.
Einige von den Jungs machen ihr Stretching gerne in der Begrünung. Wer hätte doch gleich behauptet, dass die neuen Abteilungen nutzlos sind? Ich weiß ja, dass das egoistisch ist, aber verdammt nochmal, ich hatte so viel um die Ohren. Ich muss massenweise Überstunden machen und so undankbare Flachwichser wie Eric führen dazu, dass ich noch mehr an der Backe habe. Meine arme kleine Schwester. Den Körper einer 30-jährigen Frau und den Geist eines 16-jährigen Mädchens. Offenbar meinte er, dass Pilot auf der Ozymandias zu sein, einfach eine zu große Belastung für eine Beziehung ist. So wie auch die süße kleine Co-Pilotin, die er sich neulich gegönnt hat. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von Piloten. Geht es denen eigentlich jemals nicht darum, Frauen aufzureißen? Naja, heute Abend sollte okay werden, denn Danica und ein paar von den Mädels kommen vorbei und bringen eine Ladung Champagne de Mars mit. Denn 10. Juli. Die Budgeterhöhung ist Segen und Fluch zugleich. Wir haben auf jeden Fall mehr Ausrüstung, aber nicht annähernd genug Stauraum dafür. Wäre die Groom Lake doch ein Schiff von Modular-Typ, dann könnten wir vielleicht etwas mehr Platz kriegen. Sadie und ich reißen uns hier den Arsch auf. Gott schütze Sadie. Wäre sie nicht, wäre ich inzwischen wahrscheinlich Alkoholikerin. Danica ist immer noch nicht über ihren bescheuerten Ex hinweg und ruft mich fast jede Nacht weinend an, um mir zu erzählen, wie sehr sie ihn vermisst. Wenn ich den das nächste Mal sehe, schlag ich ihn K.O. Ich mache mir Sorgen um Danica. Sie ist deprimiert, isst nicht, schläft nicht. Vielleicht bitte ich Ingratia mal um einen Termin für sie. Sie braucht einen Seelenklempner. Was die Arbeit angeht, funktionieren die Regenerierungstanks prima. Aber wegen des steigenden Bedarfs gehen uns die chemischen Aufspaltungsreagenzien aus. Und das Zellwachstumsregenerationsfluid ist fast leer. Ein super Wort. Und apropos Fluid. Das ist das neue Zeug, was Dr. Mallans Abteilung uns benutzen lässt. Technisch ist es dasselbe Zeug wie sonst, aber ich bin mir sicher, dass die Molekularstruktur anders ist. Offenbar ist es viermal so effektiv. Es scheint ziemlich unberechenbar zu sein. Ich habe Dr. Harvey gebeten zu beantragen, dass wir zum Alten zurückwechseln, was er auch getan hat. Zweimal. Warum ignorieren die uns? 18. September. Hammerkrasse Riesenprügelei in der Kantine heute. Die ganzen Typen waren völlig verschwitzt und sahen aus, als hätten sie eine Überdosis-Intus. Es hat einen erheblichen Anstieg bei gewalttätigen Angriffen gegeben. Ich könnte schwören, dass das etwas mit den neuen Vorräten, die angekommen sind, zu tun hat. Seit wir dieses neue Regenerationsfluid haben, scheint auch alles andere etwas merkwürdig zu sein. Da bin ich mir sicher. Nahrung, Medikamente, Genproben, egal was. Ich habe mit Sadie gesprochen und sie ist auch sicher, dass es da Manipulationen gab. Der Gedanke, dass ich monatelang miese Nahrung zu mir genommen habe, macht mir eine Scheißangst. Ich werde ein paar Proben von einem Freund analysieren lassen. Bis dahin schließe ich nachts meine Tür ab. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Sadie hat mich in letzter Zeit auch komisch angesehen. Vielleicht tausche ich auch das Schloss aus. 19. Dezember. Es ist mir egal. Es ist mir einfach scheißegal. Ich muss Danica sehen. Unbedingt. Sie ist mit den beiden anderen in der Nähe des Hangars und ich stecke hier auf der Krankenstation fest. Zwei Gewehre von Malone und Bird und ein Laserskalpell. Mehr haben wir nicht, um dahin zu kommen. Sadie streitet da ständig mit mir drüber und kommt ständig mit neuen Ausreden. Langsam geht's mir echt auf den Sack. Hat diese Idiotin vergessen, wo wir sind? Die Groom Lake ist jetzt ein verdammtes Jagdrevier und meine Schwester steckt mittendrin. Kapiert die das nicht? Es ist mir scheißegal. Wenn sie nicht mitkommen. Ich muss meine Schwester finden. Ich muss wissen, wie es Danica geht. Ich habe sie vor einem Tag oder so über Funk gehört. Da weiß ich, dass sie noch lebt. Sie versteckt sich sicher. Danica war schon zu Hause beim Versteckspielen besser als ich. Es hat Stunden gedauert, sie zu finden. Einmal hat Mom einen Suchtrupp losgeschickt und sie hatte sich im hintersten Eck vom Garten versteckt und sich in einem Loch im Boden versteckt, wo Dad Rüben gepflanzt hat. Sie versteckt sich. Sie versteckt sich ganz sicher. Sadie macht mir Probleme. Wenn sie nicht mitkommen will, muss ich sie wohl zwingen, ob sie will oder nicht.
E-Mails, Postein- und Ausgang. Nahrungsverbesserungsbericht. Von Musgrave an Boxer. Liebe Erika, ich war fälschlicherweise der Ansicht, dass deine Bitte einfach etwas paranoid sei. Huch, sorry. Aber angesichts der Tests, die ich an den vorliegenden Proben vorgenommen habe, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Konsequenzen sind beängstigend. Grundsätzlich schließe ich mich deiner anfänglichen Theorien an, dass einige Chargen einfach schlecht geworden sind. Aber hier ist eindeutig mehr als das passiert. Wenn Chargen wie diese verdorben sind, sind sie komplett verdorben, nicht nur Teile davon. Ein Pilz beispielsweise breitet sich über alle Proben aus, aber es gibt beeindruckende Unterschiede unter den Proben, die du mir geschickt hast. Einige scheinen für die Eigenschaften, die sie aufweisen, kultiviert worden zu sein. Wusstest du, dass die Brassica-Probe von einer genetisch veränderten Form von PCP, sagt mir nichts, verbessert ist? Das weiß ich, weil ich die Probe an einer meiner Ratten getestet habe. Das arme kleine Ding hat übel um sich gebissen, hatte einen Krampf und ist gestorben. Der genaue Name lautet DV85, eine Droge, die sich großer Beliebtheit erfreute, um die Fähigkeiten der sogenannten Fernbeobachter wegen der Eugenikkriege zu verbessern. Zeug aus dem Labor, durchgestylt und professionell. Das Alarmierende daran ist, dass ich wegen der verschiedenen genetischen Stämme in den 5 von dir zur Analyse eingeschickten Proben den Eindruck habe, dass diese Schadstoffe absichtlich Besatzung und Patienten verabreicht wurden. Ich bin nicht sicher, welcher Irre so etwas tun würde, insbesondere auf einem Langstreckenlaborschiff, aber ich habe bereits eine Anfrage an meine Vorgesetzten im Ministerium geschickt, damit die Angelegenheit genauer untersucht wird. Unter uns, Erika, bitte pass auf dich auf. Du warst immer meine beste Schülerin und ich freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, dich mir anzuvertrauen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass meine Antwort zu lange auf sich hat warten lassen. Sei ganz vorsichtig. Nur sehr vorsichtig. Ganz liebe Grüße, Luke. Professor L.H. Musgrave. So, so. Also haben die da experimentelles Essen gekriegt. So ein bisschen wie bei Fallout hier, die Experimente in den Vaults, was? So, das war PDA 1, ne? Sitzgelegenheit. Sitzgelegenheit. Alle unbesetzt, ja. Tja, nächster PDA. Das ist... I think I found the crew. Are they also bloodied up, like the guy under the floor? You could say that. I'm not sure how many people I'm looking at. It's like something from a eugenics war painting. Try to push through, John. A few decks below, one step at a time. Ehrlich gesagt, sehe ich hier keine Leichen. Blutflecken. Ich sehe hier keine Leichen. PDA. Sadie A. Callister. Am 18. September. Ich dachte... Moment, zurück. 18. September. Ich dachte, alles wird besser, wenn ich die neue medizinische Cheftechnikerin auf diesem Deck werde. Aber ich fühle mich wie in der Höhle des Löwen. Der Lockdown vor ein paar Monaten war nervtötend. Aber diese Diskrepanzen beim Inventar sind ein echtes Problem. Und dann sind gestern die Systeme völlig abgedreht. Das Erste, was Erika macht, ist natürlich, bei ihrer kleinen Schwester anzurufen und abzufragen, ob da alles okay ist. Irgendwie kann ich sie sogar verstehen. Ich wünschte nur... Naja, ich wünschte einfach, dass sie manchmal nach mir fragen würde. Gestern beim Stromausfall war ich 2 Stunden lang in einem Lagerraum eingesperrt. Aber Danica geht es gut. Wer soll sich schon für mich interessieren? Ich war ja auch nur in einem Produktlager, nur mit Pflanzenkulturen und menschlichen Gliedmaßen als Gesellschaft eingesperrt. Ich habe sie mir bei der Gelegenheit mal genauer angesehen. Das gehört schließlich zu meinem Job. Also die Pflanzen zumindest. Und so war ich wenigstens abgelenkt.
Allesamt feine Exemplare, außer 99 D, E und F. Ich kann mir auf den Tod keinen Reim darauf machen, warum so übel mutierte Exemplare wie die in der Nähe der Gewächshäuser erlaubt sind. Und es sind noch dazu aktuelle. Lieber Gott, welcher Vollidiot bei der Logistik hat die ins Labor geschickt? Die Hydrokultur von Kane hat die strengsten Quarantänevorschriften in der Galaxie. Wenn du dagegen verstößt, kostet es dich deinen gottverdammten Job. Es muss dieser neue Bereich ein paar Stockwerke tiefer sein. Bei denen stehen alle möglichen Vollpfosten auf der Behaltsliste. Ach, sind das lange Texte. Aber ich habe angefangen damit, ich mache das auch weiter. Ich bin ja eigentlich gerne in den Gewächshäusern, aber ich schwöre, mit einigen der neuen Pflanzen stimmt was nicht. Erika meinte, ich bilde mir das nur ein. Aber ich habe gerade neulich eine ganze Charge Brassica-Pflanzkulturen rauswerfen lassen, die Anzeichen für etwas hatten, das dem Ulmenwelken ähnelt. Wie kann das sein? Ich werde einen Bericht schreiben, wie ich Dr. Malen und dem Vorstand erklären soll, dass wir mutierte Kulturen im Lager und völlig gesunde Pflanzen mit ausgerotteten Krankheit haben. Das ist eine andere Geschichte. Am 20. Dezember. Erika hat ihren gottverdammten Verstand verloren. Jetzt verliere ich vor lauter Angst noch meinen Verstand. Sie hat uns wie die Idioten durch das Schiff geschleift, um nach Denica zu suchen. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass ich neulich morgens eins von diesen Dingern gesehen habe, dass ich Denikas Gesicht übergestülpt hatte. Gott, allein bei dem Gedanken daran kommt es mir hoch. Es krabbelte die Wand hoch und sah aus wie ein Ballon, aus dem die Luft raus ist. Ich könnte schwören, Ingratia hat es gegrillt, aber man weiß es nicht, denn schließlich ist er Psychiater und kein Soldat. Hüstel. Aber ist irgendeiner von uns Soldat? Erika scheint zu glauben, wir sind bei den Marines. Sie wedelt mit irrem Blick mit diesem Gewehr herum und droht jeden umzubringen, der nicht mit ihr einer Meinung ist. Erika, habe ich zu ihr gesagt. Du bist Krankenschwester. Gott, ich erkenne sie kaum wieder. Was ist mit meiner besten Freundin passiert? Was ist mit dem Mädchen aus Stockley, Mississippi geschehen? Ich weiß nicht mehr, wer Erika Boxer ist. 24. Dezember. Erika ist heute Morgen gestorben. Meine Freundin ist tot. Eins dieser schrecklichen Dinger hat ihr die Wirbelsäule von meinen Augen aus dem Rücken gerissen. Ich bin wohl eine der letzten Überlebenden. Nicht, dass ich noch lange zu leben hätte. Ich kann fühlen, dass ich mit etwas infiziert bin. Ich habe mir heute Morgen mal das Hydrokulturlabor angesehen. Es ist völlig hinüber. Ich hätte es Ihnen sagen können. Jeder hätte es Ihnen sagen können, dass der Versuch, einen neuen Pilz zu züchten, damit er den alten tötet, in einer Katastrophe enden würde. Der Rest davon rührt sich nicht vom Fleck. Ich habe versucht, das Zeug mit dem Laserskalpell, das mir Erika gegeben hat, abzulösen. Aber das ging gar nicht. Zip, zisch, nix. Was es nicht umbringt, macht es tatsächlich stärker. Ich werde nachher zurückgehen, um Erikas Leichnam zu holen. Sie war zwar völlig verrückt, als sie gestorben ist, aber sie war meine Freundin und ich habe sie immer noch lieb. Ja, Hinweise, Berichte. Hinweise, Berichte, persönliche Datentags. Achso, das hatten wir schon. Das ist an alle gegangen. Aegis, nicht vergessen, ist das Kennwort. Postein- und Ausgang von S.A. Callister an Dr. G. Bestandsabweichungen. Sehr geehrte Dr. Malen, zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich Sie direkt anschreibe, aber es handelt sich um einen geheimen Notfall der Stufe Rot. Ich habe weitere Untersuchungen an den Proben 99D, E und F vorgenommen und festgestellt, dass ein Großteil unseres Bestandes vorsätzlich geschädigt wurde. Es gibt Hinweise, dass das bereits schon seit einiger Zeit so geht. Einige der Materialien sind schlichtweg verunreinigt, aber große Mengen scheinen illegal modifiziert worden zu sein. Ich bin nicht sicher, wer die neuen Zulieferer sind, aber das Inventar, das sie abgeliefert haben, entspricht nicht dem beiliegenden chemischen Ladungsverzeichnis. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es sich eher um ein Problem der Logistik als um eins der Hydrokultur handelt, aber Projekt Seed steht und fällt mit der erfolgreichen Kultivierung von hochnährreichen Pflanzen
unter ungewöhnlichen Bedingungen. Mit unserem derzeitigen Bestand sind der Menge illegaler oder mutierter Nährstoffe, die in unsere Pflanzen gelangen, keine Grenzen gesetzt. Ich rate dringend dazu, dass die Logistik und der Medizinbereich gründlichere Untersuchungen der eingegangenen Fracht vornehmen. Ich habe den Verdacht, dass das Problem schon Monate zurückreicht, auch wenn ich keine Beweise habe, die das belegen. Bitte empfehlen Sie die umgehende Einstellung der Versorgung und die Dekontaminierung der Bewässerungsrohre, bis das Problem behoben ist. Beste Grüße, Sadie Callister. Es ist wirklich viel. Ich will es nur sagen. Verschlüsselt. Verschlüsselt. Liebe Sadie. Ich liebe dich ja wirklich von Herzen, Süße, aber hast du den Verstand verloren? Diese Proben werden strengstens kontrolliert. Was, wenn Dr. Mellon herausfindet, dass du Proben von außerhalb in die Lagerbereiche gebracht hast? Dann verlierst du nicht nur deinen Job. Ich mache, worum du mich bittest, aber nur, weil du noch nie falsch gelegen hast. Auch wenn ich dieses Mal bitte, dass du dich irrst. Alles Liebe, Erika. Ja. Hier geht's theoretisch weiter, im Fahrstuhl. Du wärst ganz glücklich, nie wieder etwas mit den Transporten in Röhren zu tun zu haben. Also, ich habe so das Gefühl, dass sie jetzt so in diesem Teil des Spiels einfach die Textmenge nochmal kräftig erhöht haben. Ich gehe mal hier durch, mal gucken, was passiert. Überall Blumen. Oh, never again. It crawled through the night and then they crafted their eyes and tore through my skin. Oh, never ever, never again. They came for our mothers and then for our kin, scratching the ground and eating my sin, changing God's work, a seed to begin. We burn them with fire and kill them with men. Let us remember, never again. Flackernde Lichter setzen die bogenförmigen Blutspuren an der Wand in Szene. Krankenstationsterminal. Sicherheitstür am Haupteingang zum medizinischen Deck. Ein Eingang zur medizinischen Einrichtung. Offenbar verschlossen. Your bar of choice does it again. Empfangsschreibtisch. Hier ist irgendwo wieder ein Radio oder sowas, weiß ich nicht. Die Umrisse des glatten Empfangsschreibtisches geben die Wölbung der Wände perfekt wieder. Empfangsstuhl. Es sieht fast so aus, als ob der Stuhl sich schüchtern von Blutvergießen abgewandt hat. Das ist ja eine schöne Metapher oder ein schönes Bild, ne? Krankenstation. Persönliches Datentag erkannt. John Maracek. Persönliches Datentag hat keine Sicherheitsfreigabe. Das Ding ist gesperrt. Nun. Dann muss ich wohl erst dafür sorgen, dass ich eine Freigabe habe. Total beruhigende Umgebung. Im Fahrstuhl kann ich wohl nichts machen. Nun, dann haben wir noch hier einen Weg, den wir nehmen können. Kraftfeld. Lass mal sehen. Überall Blutflecken. Es ist wie ein abstraktes Bild. Einerseits sieht es aus wie das Werk eines gedankenlosen Künstlers. Andererseits haben diese Pinselstriche etwas Wütendes. Und noch schlimmer, etwas Wahlloses und Hämisches. Blut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leben hier beendet wurden. Da geht's theoretisch lang und da. Ich nehme an, dass man da kaputt zerschwurbelt wird. Raumanzug. Sieh an. Blutverschmierte Raumanzüge.
Diese Anzüge sehen relativ funktionsfähig aus, trotz des neuen fleckigen Anstrichs, der ihnen verpasst wurde. Ich nehme an, ich muss den Anzug anziehen. Ich gehe mal hier hin. Serotonergic receptors are present in your principal vascular system. Aha. Ich werde einfach nochmal speichern. Wie wär's damit? Wenn ich da dran gehe, Kraftfeld. Ich kann durchgucken, aber nicht durchgehen, wie es aussieht. Ja? Ja, ich kann nur durchgucken. Okay, da sind 1, 2, 3, 4 leuchtende Stellen. Ist hier irgendwie ein Schalter oder irgendwie sowas? Vielleicht geht's ja mit dem Raumanzug. Obwohl das komisch wäre. Ne? Obwohl sie durchtränkt sind mit dem eitrigen Sekret eines Menschen, funktionieren die Anzüge noch wunderbar. Dann sind sie ja. Ist ja nichts dran, auszusetzen. Was habe ich jetzt aufgenommen? Sauerstoffzylinder. Große Kabel. Sauerstoffzylinder. Sauerstoffzylinder mit Kabel umwickelt. Kraftfeld. I don't think this will fit. Meth. Das war jetzt eigentlich nur geraten. Spaß ist halber gemacht. Ich weiß noch gar nicht genau, wozu das gut ist. Ich finde es auch andererseits ganz gut, ehrlich gesagt, dass man hier nicht so dolle viele Gegenstände kriegt. Dass man die ganze Zeit überlegt, was man wie kombinieren kann und sowas. Okay, was haben wir hier? Medizinische Geräte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Maschinen wurde dieses Terminal konzipiert, um zu heilen. Herausgenommenes PDT. Mehrere verbogene Rückgrathaken hängen an einem persönlichen Datentag, das herausgerissen wurde. Vielleicht muss ich das benutzen, um Zugriff auf die Steuerung zu kriegen. It's been cut open. Of course! They must have manually removed the PDTs. That's why the security systems were reset in medical. Oh, the bodies. The bodies in the crew quarters. They were skinned. Creatures were using the PDTs to move through secure areas. Must have realized what was going on. So for me to get to the lower decks. You have to remove your tag. Remove? Perhaps electric shock. No, that wouldn't work. John? This is the only surefire way. What are you saying? The surgery pod should already be programmed to remove it. It didn't work out so well for this poor woman. It's the only way, unless you space jump between decks. This is surgery. John, prep the pod. Mhm. Ich habe eigentlich hier geklickt, ne? Und er ist hier hingegangen. Das war ein bisschen komisch. Chirurgiepad. Chirurgiepodbett. Narkose. Mittellager. Konservierungstank. Kryo. Konservierungstank. Sauerstoff. Lagertank. Organischer Behälter. PDA. Ach du meine Güte, ich muss auch noch alles richtig machen hier, was? Von Isaiah Al-Raikopar. 8. Januar. Ein neues Jahr für den Chefarzt der Chirurgie. Ein neues Jahr für die Mitarbeiter der Krankenstation. So muss ich es sehen. Sonst wird es ziemlich verwirrend. Die Mitarbeiter der Krankenstation bestehen eigentlich, ja, aus drei
zusätzlichen Bereichen. Kybernetik, Geweberegeneration und aus irgendeinem Grund auch medizinische Hydrokultur. Sie mögen ja medizinisch sein, aber wie ich Dr. Mählin schon sagte, es sind trotzdem Pflanzen. Ich will ja nicht undankbar erscheinen. Die King Corporation hat für mich so viele Türen geöffnet und die Grenzen der Medizin für uns alle neu definiert. Als ein Mann, der seiner Assistenzarzt seit einem Schlachtschiff abgeleistet hat und bis zu den Ellenbogen im Blut von Unschuldigen hing, ist es ein Privileg, all diese Wüsten und kriegsgebeutelten Dörfer als Ausbilder des Nirvanas wiedergeboren zu sehen. Und trotz das dank der Wissenschaften von Kane. Und trotzdem ist es nur schwer zu verstehen, warum auf der Groom Lake so viele Bereiche gezwungen sind, Ressourcen dermaßen zu teilen. Ich habe gehört, dass die Budgets demnächst geprüft werden, dass unsere Chancen auf eine Erhöhung gering sind. Ich werde weiter versuchen, positiv zu denken. 18. Februar, meine Güte. Eine Budgeterhöhung um 300%. Ich kann mir bisher nicht einmal vorstellen, wie sehr uns diese Finanzspritze helfen wird. Dr. Mählin hat mir versichert, dass ein erheblicher Teil dieses Budgets Projekt C zugeteilt werden. Dadurch wird unsere Arbeit so viel bedeutungsvoller. Wir werden neue Geräte und neue Exemplare bestellen, auch wenn ich nicht ganz mit der Art und Weise einverstanden bin, wie Dr. Mählin Freiwillige für die Operationen und Tests akquiriert. Aber die Sprünge, die unsere Forschung machen, wiegen alles andere mehr als auf. Klar doch. Ist es falsch, dass wir die Grenzen der Moral für das Wohl der Allgemeinheit austesten? Finde schon. 4. Mai. Ich bin ein Chirurg, der viele schreckliche Dinge in den blutgetränkten Schlachthöfen der Pangea-Kriege gesehen hat. Und daher sollte dies vielleicht in Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, die Verwendung von Kindern für die Tests zugestimmt zu haben. Ich habe auf Bitten meiner Krankenschwester die Stasisbehälter überprüft und festgestellt, dass mehrere Kinder darin auf die Verarbeitung warten. Manche erst 9 Jahre alt. Kinder. Ich war schockiert und angewidert und habe eine Erklärung von Dr. Mählin verlangt. Edward Jenner musste Impfstoffe an Kindern testen, um festzustellen, ob sie wirken, sagte er. Ich kenne diese Geschichte. Welcher Mediziner kennt sie nicht? Jenner hat dem Kind infiziertes, eitriges Sekret in den Arm gespritzt, was wie eine skrupellose Gleichgültigkeit über dem Leben des Kindes gewirkt haben muss. Und trotzdem hat es den Jungen gerettet. So hat er mich überzeugt. Wir stehen an der Grenze der Wissenschaft. Man muss Gelegenheiten beim Schopf packen. Ich fühle mich in seinen ethischen Entscheidungen nicht immer ganz wohl, aber seine Logik ist bestechend. Die Story? Wie komme ich auf Story? So ein Quatsch. Die Forschung ist zu wertvoll, als dass moralische Bedenken uns aufhalten dürften. Ja, das sagen sich die Leute dann oftmals. 17. Dezember. Ich fürchte, meine Entscheidung, Chirurg bei der Kane Corporation zu werden, ist nicht so einfach, wie ich dachte. Die ersten Todesfälle durch die Infektion, die sich im Schiff ausbreitet, sind in mein Labor gelandet. Und wir haben einen Operationssaal unter Quarantäne eingerichtet. Ich musste zum ersten Mal seit Jahren direkten an einem Patienten arbeiten. Das Fließen von Blut, das Schneiden in infiziertes Gewebe mit meinen speziellen Gerätschaften. Gott möge mir vergeben, aber ich hatte Spaß daran. Ich kann den Adrenalinschub nicht erklären, den man hat, wenn man Gott spielt, wenn so viele Leben am Rande des Todes in der eigenen Hand liegen. Ich habe es auf den Schlachtfeldern gespürt und ich spüre es jetzt. Es ist offenbar nicht das Wunder der Geburt, das mich bewegt, sondern der stechende Gestank des Todes. Ich dachte, ich wäre zur Kane Corporation gegangen, um meine Seele zu retten. Stattdessen war es, um den Durst der Bestie in mir zu stillen, die geifert beim Geruch von Blut. Ich bin voller Scham. 20. Dezember. Wie konnte ich die Augen davor verschließen? Diese furchtbare Lebensform tarnt sich als wir. In uns. Sie stehlen unsere Haut und unsere PDTs, was erklärt, warum unsere Sicherheitssysteme sie nicht aufspüren können. Wenn ich nicht schon wüsste, woher diese Kreaturen kommen, wäre es vielleicht weniger furchteinflößend. Aber sie haben gelernt, diese widerwärtigen Abscheulichkeiten. Abscheulich. Was für ein Wort. Es scheint alles zusammenzufassen, was wir
in unserem Hochmut geschaffen haben. Wir haben das Böse geschaffen. Gott hilf uns allen. Hinweise und Berichte. Persönliche Datentext hatten wir schon, zum Glück. Aus einem Ausgang. Also, ich glaube, ich brauche mal eine ganz kurze Streckpause. Ist ja ohne Ende Text. Das ist ja... Es nimmt ein bisschen Überhand, finde ich gerade, mit der Textmenge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier... Also, dass da jetzt irgendwie... Keine Ahnung, jemand aus dem Urlaub wieder gekommen ist, der an dem Spiel mitgearbeitet hat und ein Fan von langen Texten ist und vielen Texten. So, ganz nebenbei. Seid ihr eigentlich noch da? Hört ihr überhaupt noch zu? Das ist eigentlich ein quasi... Was ich hier gerade mache, ist eigentlich eher eine Lesestunde. Hab bis jetzt da kaum Dinge getan. Es ist natürlich alles... Es vertieft natürlich... Ja, Grimm-Erzählstunde, ehrlich. Es vertieft natürlich so ein bisschen den Einblick in die Dinge, die hier auf der Groom Lake passiert sind. Und das ist nicht schlecht. Ich finde bloß, dass es gerade ein bisschen Überhand nimmt. Aber ich werde schon noch damit weitermachen. Ja. Ich kann ja mal spaßeshalber gucken, ob hier weitere Anrufe aufgetaucht sind. Aber nein. Gut. Spaßeshalber vor allem, ne? Ja, ich werde mich, wie gesagt, morgen, glaube ich, wahrscheinlich kurz mit meinem Chef fetzen müssen. Oder zumindest ein klares Statement abgeben. Aber, wie gesagt, der Plan, mein Plan fürs Wochenende ist eigentlich folgender. Morgen werde ich vermutlich nur bis mittags arbeiten müssen. Das heißt, ich würde womöglich, wenn ich morgen Bock drauf haben sollte, am Nachmittag irgendwas streamen. Vielleicht auch nur spielen, aber womöglich auch streamen, wenn es hier gerade internetmäßig klappt. Samstagvormittag wird nicht gestreamt, weil irgendwann zwischen 8 und 12 will hier ein Telekom-Techniker auftauchen und mir hier so ein bisschen irgendwie, ja, keine Ahnung, die Störung vom Hals schaffen. Ich hoffe, es klappt auch. Und dann mal sehen, ne, wie es weiterläuft. Ja, so ging es mir auch. Die ganze Story wird halt über diese Logs erzählt. War teils schon etwas anstrengend. Ja, es ist einfach ein bisschen viel. Ne? Gut. So, Post, Ein- und Ausgang. Machen wir mal weiter. Ne? Fun? Nee, nicht Fun. Von Dr. Beckman an Dr. I. Al-Raikobar. Re-Analysebericht. Dr. Mehlen hat seine Richtlinie für Objekte im Projekt Seed angepasst. Insbesondere die Anforderungen für weibliche Objekte, die zuvor schwanger waren. Idealerweise sollen die weiblichen Objekte gescreent worden sein, aber ihre genaue Herkunft ist nicht von Bedeutung. Da die Wahrscheinlichkeit einer nicht tödlichen Reaktion der Objekte bei diesem Projekt bei 99,89% liegt, dürfen Mitglieder der Belegschaft sich diesem Test unterziehen. Das ideale Objekt sieht so aus. Blutgruppe 0 negativ. Größe zwischen 1,65 m und 1,83 m. Keine genetischen Defekte. Alter 80 bis 40 Jahre. Objekte müssen kürzlich schwanger gewesen sein. Idealerweise in den letzten 12 Monaten. Okay. Und von Dr. Mehlen... An Dr. Mehlen von Dr. Raikobar, die Krankenschwester. Wir waren ja schon oft verschiedener Meinung, aber noch nie so sehr wie jetzt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Miss Callister nicht in der Chirurgie arbeitet und Oberschwester Boxer ihr übergeordnet ist. Callister zählt allerdings zu den außerordentlichsten Organisationstalenten, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Produktlagerberichte sind sauber und gut sortiert. Daher muss ich Ihre Forderung, Sie Ihrer Position wegen der falschen Berichte, die Sie Ihnen hinsichtlich der Abweichung in den Beständen geschickt hat, zu entheben, nachdrücklich zurückweisen.
Ich habe zudem keinerlei Zweifel, dass es sich bei ihrer Behauptung, sie habe unerlaubterweise Proben entwendet, allenfalls oder ebenfalls nur um eine haltlose Anschuldigung handelt. Bei ihrer Behauptung, ihrer, also Ansprache an Dr. Mellen. Sie ist eine gute Kraft und meldet nur, was sie für richtig hält. Ich werde keinerlei Maßnahmen gegen sie ergreifen. Sie sind verantwortlich für das Projekt, allerdings müssen sie schon mir überlassen, wie ich meine Mitarbeiter auswähle. Viele Grüße, Isaiah. Na dann. Plonk. So. Also. Ich soll mir diesen komischen Dingens da entfernen lassen, ne? Ein Anstandsvorhang. Du brauchst einen Moment, bis dir die unglaubliche Ironie dämmert. Was für ein Hohn. Entsorgtes Krankenhausbett. Ein Schrei nach Ruhe. Schlaf. Ja, ich hoffe, ich kann auch ordentlich schlafen die Nacht. Ich habe irgendwie... Dadurch, dass ich jetzt seit einigen Tagen, diese Woche nämlich, jeden Tag eine Stunde früher als sonst, als früher bei der Arbeit bin, um meine Minusstunden mal wieder ein bisschen abzubauen, habe ich eine Stunde weniger Schlaf pro Nacht, weil ich bis jetzt nämlich noch nicht daran gewöhnen konnte, auch eine Stunde früher schlafen zu gehen. Das macht sich ein bisschen bemerkbar. PDA. Hatten wir den schon? Ja. Das war genau der herausgekommene PDT. PDT. Persönliches Datentag. So. Sauerstofflagertank. In diesem Stahltank lagert eine mit Sauerstoff angereicherte Verbindung unter Hochdruck. Und was mache ich damit? Vielleicht muss ich da den Sauerstoffzylinder hinpacken. Medtech surgical pot is not properly prepared for the selective program. Deswegen müsste es weg sein, richtig? Yes. Kryo-Konservierungstank. Den habe ich jetzt. Leerer Stasis-Flüssigkeitsbehälter. Stasis-Flüssigkeit. Wo kriege ich die denn her? Narkosemittellager. Ein Moment eben. Ich glaube, die Telekom versucht mich anzurufen. Lalalala. Obwohl 0800 kann natürlich alles sein. Aber deshalb, weil es eben die Telekom ist und ich halt am Samstag einen Termin habe, hat mich das jetzt Ganze ein bisschen, also ein klein wenig nachdenklich gemacht. Ne? So. Dieses Stasis-Flüssigkeitsbehälter. Den muss ich jetzt mit irgendwas füllen. This isn't going to work. Stasis-Flüssigkeit nehme ich an. No, that won't work. Medizinische Geräte vielleicht? I can't see it working like that. Womöglich muss ich das Zeug woanders herholen. Einfach nur mal googeln. Gute Idee. Ich mach's kurz. Also ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich das jetzt ganz kurz mache. Ich habe jetzt weil ich muss das schon wissen, wer das ist. Guter Hinweis. 0800. Wem gehört die Nummer? Wer ruft an?
Telekom. Vermarkt, also Details zur Nummer. Es ist ein bisschen durcheinander. Wem gehört die Nummer? Kann die Nummer gesperrt werden? Ruf ständig an, bla bla bla. Ich nehme an, dass ich die Nummer sperren muss. Heute ein bisschen von der Rolle. Die Nummer gehört zur Sprachbox der Telekom. Ach so. Ah, okay, gehört zu meinem Festnetzanschluss. Ich nehme mal an, dass da jemand auf meine Sprachbox gesprochen hat. Irgendjemand, wer das wohl gewesen sein könnte. Mal lieber speichern, bevor irgendwas kaputt geht. So. Rohre. Du siehst dich als Arzt in einer Weltraumseifenoper, der den Namen dieser Welt. Der den Namen dieser Seifenoper bellt, nehme ich an. In einem OP müsste mindestens eins davon ein Narkosemittel sein. Ja, okay. Sauerstoff. Kann ich das wieder nehmen, den Sauerstofftank? Wäre blöd, wenn ich es könnte, weil ich dann nicht wüsste, ob der da stehen bleiben muss. An der politischen Oberfläche bilden sich winzige Eiskristalle. Gut, also ich brauche halt diese Stasisflüssigkeit. Eins ist schon mal ganz klar. Ich werde diese Nachricht heute nicht abhören. Das kann nur dazu führen, dass ich mich nur aufrege. Blutflecken. Durchtränkt mit dem Sekret eines Menschen. It doesn't work like that. Wäre auch komisch. PDA, da war ich doch eigentlich schon, ne? Fahrstuhl. Zerstörte Sentry Gun. Ich glaube hier. War ich hier schon? Your bar of choice does it again. Ach ja, ich war hier schon, ja. She is also so hot. Visit us at group order signal. Lalala, ich brauch irgendwie so Stasisflüssigkeit. Krankenstation Terminal. Moment mal, vielleicht kann ich ja jetzt mit dem anderen Dingen. Ach so. Ah, schade. Dachte ich, dadurch, dass ich jetzt andere Dinge. Oh, vielleicht hier. Hiermit. Da ich jetzt andere Dinge parat habe. Ah, Elizabeth Swanson. Kraft fällt aus. Yay. Kann ich jetzt da durch? Sicherheitstür. Vielleicht muss ich auch zusätzlich noch sagen, hier aufmachen. Kraft voll aus. Also es war schon mal richtig, das zu tun. Aber nicht ausreichend. Competition is sponsored by the C-Team. Hey you, yes you over there. Ensure that you stay clean of parasites at all times. Mandatory random exams are to be enforced. Notice. Brought to you by Care Health and Safety. Tja. Ich habe noch eine leere Pistole. Naja, und diesen komischen...
Flüssigkeitsbehälter. Da komme ich jetzt nicht durch. Blutflecken. Kane Corporation, the last truly great company, wants to thank all employees for their dedication. Empfangsschreibtisch, na gut, also hier in dem Raum ist jetzt gerade nichts zu tun. Später muss ich da bestimmt durch. Wahrscheinlich, wenn ich den Tag entfernt habe. Schätze ich mal, kann ich hier reingehen und was tun? This isn't gonna work. Stasisflüssigkeit. Ich muss mal gucken, wo ich hergekommen bin. Vielleicht kann ich irgendwo noch Stasisflüssigkeit einsammeln. Da kann ich nicht zurück, okay. Da kann ich noch durch. Ich nehme an, dass ich... Der wird wahrscheinlich hingehen und sagen, dass das Quatsch ist und dass es keine gute Idee ist. Nehme ich an. Mit Yucca-Cola. Ja. Wäre auch komisch, wie gesagt. Was gibt's denn hier noch zu tun? Eigentlich doch nichts, oder? Oh Gott. Sentry Gun Fuß. Bist du oder? Maybe. Maybe. Meh. Alchemie ist richtig gut im Kingdom. Ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Ich habe es, wie gesagt, jetzt schon halb installiert. Und mal sehen, ob es mir hinterher gefällt. Wenn man sich da schön drin verlieren kann, dann bestimmt. Man muss es richtig brauen. Also nicht mal eben so klick, 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 fertig, ja? Sondern richtig... Also richtig in Ruhe brauen, nehme ich an. Das ist natürlich schön. Blutflecken. Tja. Das hilft hier wohl nicht weiter. PDA. Ich gucke hier nochmal im Portal. Was ist denn mit dem Portal? Was kann ich da machen? Hier. I don't think that'll work. Was kann ich mit dem Portal machen? Nichts weiter. Es hatte aber so einen Aktionscursor halt, ne? Blut und Gewebe. Aha. Habe ich offenbar vorher übersehen. Habe ich womöglich noch andere Sachen übersehen. I can't see it working like that. Blut und Gewebe. Die triefende rote Masse enthält Knochenstückchen und Gewebeteile. Ja. Es ist, wie gesagt... Ganz im, also quasi das Gegenteil von. Maybe. Das no. Gegenteil von no, einem von einer humorvollen Geschichte hier. Ne? What I was thinking there. Was fängt man mit Blut und Gewebe an?
Kane Corporation, the last truly great company, wants to thank all employees for their dedicated service. This year's profits are up 20% across all sectors. Hi, Lorek. Guten Abend. Humanity has chosen us to do its good work, and together we will not let them down. Kane Corporation. Tomorrow's technology. Today. Kane Corporation, the last truly great company, wants to thank all employees for their dedicated service. Sicherheitsgür. Hier, leere Pistole. I don't know what I was thinking. We are at the cusp of greatness. No. Crazy. Ja. Eindeutig crazy. Tomorrow's technology. Today. Stasisflüssigkeit. Ach, ist das hier aufgegangen? Kraft fällt aus. Sieh an. Ja. Kraft fällt aus. Auseinandergerissene Tür. Diese Tür wurde aus einer mittelstarken industriellen Verbindung hergestellt. Trotzdem wurde sie wie Papier auseinandergerissen. Entsorgter Stasisbehälter. Dieser Pott sieht aus, als ob er seit einer ganzen Weile nicht mehr angeschlossen wurde. Oh. Ich kann das ehrlich gesagt nicht erkennen. Tia, a survivor. Someone alive? Not exactly. He's in stasis. It can be dangerous to wake someone from stasis without the proper procedures being followed. So who the hell woke me? Forget it, John. You need to think about the mission. Leerer Stasisbehälter? Okay. Warum ist er eigentlich da hinten hingerannt? Huch, was machst du jetzt schon wieder? Bleib hier. Leerer Stasisbehälter? Das vertraute Stasisbehälterdesign ist der Vorbote von Trauer, ja. Diese Molekülstrukturen da was zu sagen haben. Stasisbehälter. Unglaublich. Mitten in diesem ganzen Abgeschlachte ist ein weiterer Überlebender definitiv lebendig. Seine Lebenszeichen sind normal. Ob er sich wohl darüber bewusst ist, was an Bord der Groom Lake passiert ist? Kaputtes Stasis-Steuerungsterminal. Kann ich hier noch was machen? Da war ich ja eben schon, aber ich guck noch mal. Scheinbar nicht. Dieser Stasisbehälter ist leer, aber noch funktionstüchtig. Vielleicht kann ich da ja sowas hier machen. Probably not a good idea. Also irgendwo hier brauche ich wahrscheinlich ich hoffentlich Flüssigkeit her. That's just crazy. Hello. Leerer Stasisbehälter. Leer. Naja. Schätze ich, muss das aufmachen. Das oder irgendeinen anderen. Leerer Stasisbehälter. This isn't gonna work. Okay, also hier haben wir noch ein kaputtes Stasis-Steuerungsterminal. Huch. Obwohl der Bildschirm immer noch funktionstüchtig aussieht, scheint etwas daran kaputt zu sein. Es funktioniert nicht. Hallo? Maybe if it... Ah. No, that won't work. Warum denn nicht? Was ist denn hier los?
Es sieht sehr spezifisch aus, dieses Loch hier, sage ich mal. Kann ich da einfach durchgehen oder nicht? Ich kann. Okay. Es sah mir nämlich aus wie ein Ort, wo ich nicht durchgehen kann. Beine. Die Oberschenkelknochen wurden in gegenseitige Richtung verbogen und aus ihren Gelenkpfannen herausgerissen. Ekelhaft. Stasisbehälterschiff. Lagerkissen. Also. Rote Lichter. Was tun sie? Sie leuchten rot. Nein, purpurne Blutlachen. Lagerkisten. Kisten und Lagerregale in verschiedensten Größen stehen wie Soldaten bedrohlich an der Wand aufgereiht. Den Beschipp, den nehmen wir gleich. Menschlicher Rumpf. Die roten Lichter werfen lange, schreckliche Schatten auf das Gesicht des Opfers. Ja. Also, nehmen wir erstmal den Chip. Womöglich können wir den da einsetzen, wo wir eben gerade waren. Beine. Another body. Two. Okay. 20. Februar. Von Burke Carter. Schweig still, mein schlagend Herz. Ich habe heute in der Hydrokultur eine absolut göttliche Kreatur gesehen. Sie ist mit Erika, dieser Krankenschwester, befreundet. Erika wirft mir immer nur böse Blicke zu, aber Sadie... Sadie ist einfach ein göttliches Geschöpf. Tolle Kurven und das Gesicht eines Engels. Ich denke mir ständig neue Gründe aus, die Krankenstation in der Hydrokultur zu besuchen. Sie bemerkt mich aber gar nicht. Ich gehöre nicht zum medizinischen Personal. Die Soldaten in den Genesungsbereichen schauen immer ganz komisch, wenn sie mich am Fenster sehen und ich versuche, Sadies Aufmerksamkeit zu wecken. Ich muss eine Möglichkeit finden, direkt mit ihr zu sprechen. Ich habe sie auf dem Weg zur Dekontaminationskammer gesehen. Da scheint sie nach jeder Schicht hinzugehen. Vielleicht versuche ich mal ein Gespräch bei den Maschinen in Gang zu bringen und lade sie mal auf einen Drink ein. Morgen mache ich das. Oder vielleicht besser übermorgen. Morgen habe ich eine Doppelschicht. Aber man muss schon ein mutiger Mann sein, um an rätselhaften Wissenschaften in den Tiefen des Kosmos zu arbeiten, oder? Als ob die Sportasse in der Schule sowas Cooles wie ich hier auf die Beine bringen würden. Auf die Reihe bringen würden. Ah. Ich riskiere Leib und Leben, um wichtige Elektronik zu reparieren. Und dafür braucht man wirklich Courage. Ich bin vielleicht kein Soldat, aber ich finde, ich habe jedes Recht, mich einen mutigen Mann zu nennen. Der pusht sich selber. 20. Mai. Was soll dieser Shutdown? Meine Güte, 9 Tage. Ich versuche schon seit einer Woche zu den Chirurgiepods durchzukommen. Nachdem sie den Zugang für unnötiges Personal verboten haben, gehe ich nicht mehr in die Hydrokultur, um Sadie zu sehen. Jetzt hänge ich einfach im Produktionslager bei den Automaten herum und hoffe, ihr da über den Weg zu laufen. Aber wenn ich sie dann sehe, bringe ich kein Wort raus. Scheiße, ich bin echt armselig. Ja, mutig und so, ne? Ich lese gerade dieses Buch von Arian Sanchez. Da geht es um die Eugenikkriege. Ist echt nicht zu fassen, dass wir das alles überhaupt dürfen, was wir hier auf der Groom Lake anstellen, wenn man sich mal überlegt, was damals passiert ist. Dürfen es ja auch, vermutlich nicht. Das Buch muss ich allerdings verstecken. Dr. Mählen hat es mich im Pausenraum lesen sehen und ist völlig ausgetickt. Hat gedroht, das Buch zu verbrennen und mich zu feuern. Also bleibt es jetzt unter meinem Bett und ich nehme es auf keinen Fall mit auf meine Runden. Stattdessen nehme ich eins aus der Pangea-Serie von WC Dark mit. Heißt der echt so? Das wage ich ja zu bezweifeln. Ich liebe Major Plufftoll. Der ist unglaublich. Ich wünschte, ich hätte die Eier, zu den Marines zu gehen, anstatt in der Technik zu hocken. Ich wäre gern wie er. 23. November. Heute sind die Rationen reingekommen. Die haben wirklich niemanden umgehauen. Ist alles Notfallfraß, von daher nicht wirklich Sterneküche. Aber meine Fresse. Ich hätte ja nicht viel erwartet, aber das ist wirklich übel. Wenn das Essen knapp ist, drehen die Leute durch. Lotus hat Melon eine verpasst. Der armen Sau die Nase gebrochen. Steven hat Probleme, die Leute davon abzuhalten, aufeinander loszugehen. Ich
frage mal wieder, warum wir nicht die Hydrokultur plündern können. Aber mir wird immer wieder über den Mund gefahren. Speziell von Sadie. Sie sieht echt angepisst aus, wenn sie mich sieht. Aber nicht annähernd so angepisst, wie sie Dr. Malin oder Dr. Rai Kubar anschaut. Ich glaube, sie hasst mich. Warum habe ich mich früher nach einem Date gefragt? Weil du ein Schisser bist, Burke. Ein dreckiger, stinkender Schisser. Ja, er baut dich selber auf, wie man merkt. 18. Dezember. Der Strom ist wieder ausgefallen. Ich habe so eine Scheißangst, dass ich kaum atmen kann. Diese Gerüchte von wegen Tiere treiben sich in der Nähe vom Medizindeck rum. Das sind keine Gerüchte. Ich habe gesehen, wie eins von diesen Dingern einen Typen zerfetzt hat. Habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, sie waren blass und hatten einen Schwanz. Die treiben sich rum wie ein Rudel Hunde. Und sie sind stark. Die Leute haben Angst und sind hungrig. Ich habe in meinem Quartier noch einen kleinen Nahrungsvorrat gebunkert. Ich habe nicht mal Steve was davon gesagt. Ich schäme mich, dass ich es für mich behalte, aber die Leute drehen völlig durch, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass das Horten von Nahrung gegen die Regeln verstößt. Miglietta würde mich umbringen, wenn der wüsste, dass ich Rationen gebunkert habe. Der Typ hat sie doch nicht alle. Neulich hat er mich fast erwürgt. Carswell musste ihn bändigen. Mir tut noch alles weh von der Operation vorhin. Steve wurde ausgewählt, um die Sicherheitsluken umzuprogrammieren. Der Typ ist einfach losmarschiert und hat das erledigt. Er ist ein Held. Nicht so ein Schisser wie ich. 24. Dezember. Jetzt bin ich nicht nur ein Feigling, sondern auch noch ein verdammter Mörder. Ich habe diese armen Schweine in Stase benutzt, um diese beschissenen Dinge daran zu hindern, in meine Nähe zu kommen. Ich habe einfach die Stase-Einheit benutzt und den Reaktivierungsprozess eingeleitet. Als sie dann aufgetaucht waren und rausgetaumelt waren, haben diese Monster schon auf sie gewartet. Ich habe einen ungenutzten Produktlagerraum gefunden, mich darin eingeschlossen. Als der Durchbruch gemeldet wurde, konnte ich die Schreie hören. Ich habe mich eingepisst. Verdammte Scheiße. Ich habe mich eingepisst. Benimmt sich so ein echter Mann? Natürlich nicht. Als ich weggerannt bin, habe ich Sadie im Flur kauern sehen. Mit dem blutigen Körper ihrer besten Freundin im Arm. Und der schlimmste verdammte Scheißteil dieser Geschichte ist, dass ich nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre, stehen zu bleiben. Ich habe einfach nur gebetet, dass ich dadurch genug Zeit gewinne, mir ein Versteck zu suchen. Wer auch immer das hier findet, und ich weiß, jemand wird es finden. So war Burke Carter. Er war ein Feigling. Ich hoffe nur, dass die Computerteile in diesem PDA für den, der das Ding findet, und in irgendeiner Form von Nutzen sind. Wenn ich lebendig schon zu nichts zu gebrauchen war, kann ich nur hoffen, dass etwas von dem, was ich hinterlasse, nützlich sein wird. Das stimmt. Hinweise und Berichte, persönliche Datentext hatten wir zum Glück schon. Beenden. Gedärme. Eingeweide sind wie Kabelverbindungen zwischen den Thermals langgezogen. Ja. Das waren hier quasi die Teile von dem Burke halt, ne? So, schauen wir mal. Vielleicht könnte ich ja mit dem Chip jetzt hier an das Ding hier gehen. Oh, ich will erst gucken. Ich muss erst gucken. Wen ich da reaktiviere. Der Typ hier. Ich will noch mal kurz gucken, welches Dingens da dargestellt wurde. Welches Molekül. Hm? Oder was ist jetzt gemeint? Was passiert, wenn ich jetzt hier mal drücke? Ach, wie an. Okay, ich muss hier quasi die verschiedenen. Wir sind in 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Teile. 6 verschiedene Teile hier
einstellen. Das wird nicht per Zufall gehen. Gucken wir uns nochmal an. So, der Strahlungsbehälter. Eine Spritze. Und dieses Dingen. Wie soll ich es mir merken? COH. Also, in Chemie war ich nie gut. Das hätte ich damals im Unterricht vielleicht noch irgendwie benennen können, aber jetzt. GMH. Eine Spritze. COHC. Wie auch immer. Gucken, dass ich mir das irgendwie merken kann. Und es waren drei Punkte dran, also drei so Dingens, mal sehen. Das war dann das hier, glaube ich. Das ist ein anderes Dreier, das ist ein anderes Dreier, das ist ein anderes Dreier, das ist ein anderes Dreier. Also das ist schon mal richtig. Und ein Spritzenteil war da dran. Das war okay, gut. Den zweiten Teil haben wir hier. Einige muss ich vielleicht auch ausprobieren, weiß ich nicht. Oder ich brauche halt mehr Informationen. Kopf. Beim Kopf sind es. Ist dieses Teil. Vier Spritzen. Und das hier irgendwie zweites Molekül, ne? Gucken. Ja. Ist schon mal richtig. Also die ersten beiden sind dann schon mal richtig. Würde ich mal vermuten. Aber wir brauchen noch mehr Informationen. Hier kriegen wir noch eine Information. Was das hier ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es ist das dritte Molekül. Und es sind auch drei Spritzen. Also muss ich mal ausprobieren, wo es hingehört. Vielleicht auf die Mitte, wenn hier dieser waagerechte Strich da passend ist. Kann aber auch einfach ein kaputtes Display sein. Also drittes Molekül. Und irgendwie versuchen, sich das so zu merken. Das sah anders aus, auf jeden Fall. Kann das sein, dass es Water? Unmöglich. Kann sein. Muss ich mal angucken. Ja, das kann schon sein. Trotzdem sind die Informationen nicht ausreichend. Ja, das scheint richtig zu sein. Es fehlen aber noch drei weitere Informationen. Erste richtig, zweite richtig. Was kann das sein? Das, ne? Ja, wir brauchen Informationen hierüber, hierüber, hierüber. Vielleicht waren die anderen ja schon richtig und ich habe dann sozusagen sie aus Versehen weggedreht. So, wo kriegen wir jetzt mehr Informationen her? Körperteil. Ich gehe mal kurz hier rein. Vielleicht ist ja in dem...
in dem Dingen noch einfach mal. No, it's one. Hier steht schon mal nichts. Hinweise und Berichte, persönliche Datentext, bla 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 bla. Also. Ach, hier mal hier. Oder? Hier ist auf jeden Fall noch eine Information. Ob sie richtig, ob sie da passend zu ist, das sei mal dahingestellt, ne? Ich hoffe, ja, irgendwo, wo das vierte Ding so aussieht. Ich versuch's mal. Das könnte es sein. Also auch nicht richtig. Es gibt immerhin ziemlich viele Möglichkeiten für die anderen Stellen. Also, das brauchen wir noch. Das und das. Also drei Teile, würde ich sagen. Merkt sich da was an der Grafik links? Also hier an dem Ding hier? Fangen wir mit 1 an. Tja, also das ist, das klappt so nicht, würde ich sagen. Wir brauchen mehr Infos. Aber woher? Leerer Stasisbehälter. Hatte ich eigentlich schon angeguckt. Der war funktionstüchtig. Es sind auf jeden Fall zu viele Informationen, also zu viele Möglichkeiten, um es einfach durchzuprobieren. Gehen wir mal raus. Gibt es noch irgendwo weitere Infos, die ich bis jetzt einfach nur übersehen habe? Weil ich eventuell einfach nicht auf das Muster geachtet habe. Hier vielleicht bei dem PDA. Nee, da ist glaube ich irgendwie nichts bei. Nicht bei dem Ding hier. Hier ist auch nicht. Jetzt kann man nichts mitmachen, ne? Dem Terminal. Erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise kam er noch ran. Das wundert mich ein bisschen. Dass es überhaupt noch geht.
Also ich frage mich auch gerade, ob man das auch einfach komplett zurücksetzen kann, dieses Teil. Gucken wir mal das PDA an, wenn es denn geht. Ach, sieh an, da ist noch eine Information. Moment, ein kurz näher ran. Mal 1. Also dieses fünfte Molekül, was so eine Zickzacklinie darstellt sozusagen, das einmal. Mhm. Naja, und das letzte kann man dann womöglich ausprobieren. Mal sehen. Mal sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht. Da gibt es kein fünftes. Ach, das sind hier relativ wenige, ne? Das ist wunderbar. Zickzacklinie. Einmal. So, das war, glaube ich, richtig. Das war womöglich richtig. Das hier, glaube ich. Das hier womöglich. Na, jetzt nehmen wir das hier nur noch. Mach sie an. Him. You just made his death easier, simpler. I just killed a man, Tia. You need to move before you become another dead body. Have some mercy. Mercy? You have no idea how much mercy I have. I've been in hell. Made choices that got people killed. This isn't just about you anymore. I'm sorry. I need you, John. Blip, blip, blip. So, toter Insasse. Das blasse Gesicht ist von einer grässlichen Grimasse verzerrt. Pass auf. Stasisbehälter? I don't think that'll work. Körperteil? That's just crazy. Although. Ich dachte eigentlich, ich kriege hier Stasisflüssigkeit. Mann. Pistole. Ihre Pistole. Maybe. No. Da. Die Flüssigkeit. Long. Okay. Gut. Wie gut, dass es so in Abschnitte unterteilt ist und man nicht die gesamte Station hin und zurück gehen muss. Das wäre ziemlich aufrissig. So. Organischer Behälter. Achso, da muss noch Gammel rein. Also hier. Körperteile. The organic matter receptacle requires refined biological tissue. Veredelt? Veredelt? Was? Ein Container zur Lagerung von Proteinen und Fetten. Okay.
Energietablett. An der Oberfläche des Edelstahltabletts sind blasse Spritzer biologischen Gewebes zu erkennen. So, und nun? Pistole. Er schlägt drauf ein. Ich hab jetzt einfach... Ach, der zerhackt das jetzt und macht daraus so eine Art... Gammel? Veredeltes sogar, dieses Material. Alles klar. Pistole drauf einschlagen, dann ist es veredelt. Ist total sinnvoll. Ich speichere mal lieber. Obwohl, andererseits habe ich sowieso keine andere Wahl, als an der Stelle weiterzumachen, aber ich speichere mal. Ja, Medias, genau. Hast du Destiny 2 eine Nummer weitergespielt? Nee, habe ich auch nicht. Irgendwie denke ich immer, ich hätte Bock, aber dann habe ich doch lieber Bock auf irgendwas anderes. Ich werde es vielleicht irgendwann tun, aber... Ja, toll. Not helping. Sorry. Okay. Just shit. Even be careful doesn't cover it. I'll be fine. I'll be fine. It's not like the power's gonna cut out in the middle of surgery. Shit, John. Why would you even say that? I'm about to cut into my spinal cord. I'm allowed one joke. I'll be monitoring. Deep breath, old man. You can do this. Ja, wie gesagt, Destiny 2 ist gut erstmal. Irgendwie hat es schon Spaß gemacht, aber letztendlich andere Sachen rufen mehr zu mir. Und ich hatte es auch, vielleicht liegt es auch daran, ich habe es in der Zeit nicht weitergespielt, als ich überhaupt keinen Internetzugang hatte. Als ich wochenlang kein DSL hatte, da konnte ich es auch nicht weiterspielen. Dann ist es quasi dadurch abgekühlt. You may feel some discomfort after the procedures, such as a headache or nausea. Let your nurse know if you are uncomfortable so that you may be given medication and or other treatment. Warning, subject is not correctly prepared. Ach so, ich muss hier... Ja, einfach mal alles weglasern hier. Also, was passieren soll, ist, dass mir ein Implantat entfernt wird, mit dem ich geortet werden kann und quasi sich bestimmte technische Einrichtungen nicht öffnen lassen. Ja. Fehler, das klingt super. Ja, ey. Und jetzt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da zu tun ist.
zutackern. Geil. Huch, was ist denn da? Ah. Da hat sich was bewegt, jetzt genau gesehen. So, jetzt habe ich hier dieses Johns persönliches Datentag, was ihm eingepflanzt hatten, was ich jetzt zum Glück rausgenommen habe. Puh. Okay. Ach, der kann übrigens sich nicht mehr schnell bewegen, wie es aussieht, ne? Medizinische Geräte. Vielleicht kann er sich ja wieder heilen. Der hat ja gar nichts an. Ekelhaft. Was ist hier los? BDE hatten wir schon eigentlich, ne? Ich frage mich, wieso ich den Sauerstofftank da noch benutzen kann. Datentag. Probably not a good idea. Oder? Er sah zumindest aus, als hätte er nichts an. Das liegt wahrscheinlich an diesem dämlichen, hautengen Anzug. Ich habe immer nicht verstanden, warum in Science-Fiction-Filmen und so die Leute immer hautenge Anzüge trugen. Macht überhaupt keinen Sinn. Unbequem und schwierig, wenn sie aufs Klo wollen. Jedes Kilo zu viel ist sofort sichtbar und so weiter und so fort. So. Rennen kann er übrigens nicht, wie es aussieht, ne? Kein. Nix rennen. Aber da war ja eine Tür, die ich jetzt vermutlich aufmachen kann. Schätze ich mal. Da ich ja dieses Datendingen da entfernt habe, ne? Datentag. Kann ich das hier... Just injected me, then he died. You and I, and everybody else.
Es wird am Ende bestimmt noch voll den wie nennt man das? Den Twister? Was? Also auf jeden Fall so ein Aha-Effekt dazwischen am Ende noch voll haben. Oh. Dass noch irgendwas Unerwartetes passiert. Also was quasi die ganze Story auf den Kopf dreht oder irgendwie sowas. Was fange ich denn jetzt an? Komme ich da jetzt nicht durch? This isn't gonna work. Auf der Mauer, auf der Lauer, ja, ja. Vielleicht muss ich dieses Ding zerstören. Macht das irgendeinen Sinn? Ich gehe nochmal zurück kurz. Es hieß doch, dass Türen sich nicht öffnen, wenn da jemand ist mit so einem aktiven Tag, so einem Datentag, oder? Ja, es hat wahrscheinlich keinen Sinn, da reinzugehen, oder? Vielleicht lässt er sich ja wieder heilen, dass ich wenigstens wieder schnell gehen kann. Das wäre ganz gut. Warum kann ich mir diese Sachen noch angucken, hä? Macht überhaupt keinen Sinn. Aufeinandergerissene Tür. Toter Insasse. Warte mal, vielleicht muss ich das an denen anbringen. I think that would break. Ja, Mann. No, crazy. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass man das Ding, nachdem man es aus sich entfernen lässt, einfach wegwirft. Aber so ganz einfach ist es nicht. Gestern hatte ich übrigens tatsächlich spontan Bock nochmal irgendwie eine Stunde oder zwei, ich glaube zwei waren es hinterher, nochmal Elder Scrolls Online zu spielen. Habe ich auch tatsächlich gemacht. Habe mir noch einen Charakter erzeugt, der... I can't see it working like that. Noch einen Charakter erzeugt, hier quasi so eine Art Tanks und wie heißen die Dinger da? Hüter. Und bin damit ein bisschen rumgelaufen. War schon lustig. I can try to make it fit, but it may break. Ja, das werde ich vielleicht auch mal im Stream zeigen. This isn't going to work. Behälter. Kann ich da wieder was rausnehmen? I think that would break. Oh ja. Was mache ich denn jetzt hier? Nur speichern, oder? Hauptmenü, ja, die Vorsitzen. Eigentlich ist doch mein Ziel, durch diese Tür zu kommen, oder? Die, wo so ein rotes "Du darfst hier nicht durch" Zeichen dran ist.
Ich kann natürlich auch nochmal hier oben lang. Oh, Moment, Fahrstuhl. Jetzt habe ich nämlich hier, jetzt funktioniert der Fahrstuhl wieder. Oder er lässt mich durch. Er erkennt nicht mehr. Er erkennt mich nicht mehr anhand meines Implantats, obwohl ich es noch dabei habe. A biological quarantine has been initiated. Level 2. Kitchen knife and snowflake are off limits. Off limits. Level 3. Hydroponics is off limits. Hey. Perfect. Where are you, John? Without the PDT, I can't track shit. Hydroponics. Or what's left of hydroponics. The shaft's covered in growth. I'm not going anywhere. Listen, wait. Let me check the blueprints. Yes, hydroponics has a service elevator. Affirmative. Keep me in the loop. Affirmative. Dieses Bild hier erinnert mich gerade an eine Szene aus einem ziemlich alten Film. Obwohl sie ganz anders aussieht eigentlich, aber so dieses Überwucherte hat irgendwie diese Assoziation ausgelöst. Es gibt einen Film, der heißt im Original, glaube ich, Logan's Run. Das ist schon eine Art klassischer Science-Fiction-Film, der ist bestimmt schon 30 Jahre alt, würde ich schätzen. Oder noch älter. Geht da um so eine unterirdische, also unter der Erde lebende Menschenkultur, wo Leute, die 30 Jahre alt werden, getötet werden, weil man darf nicht älter als 30 werden. Und wer dem entfliehen will, der wird dann gejagt und so weiter. Und einer schafft es quasi an die Oberfläche. Das, wie gesagt, ist ja unterirdisch alles, ne? Schafft es an die Oberfläche und findet dort auch solche Dinge hier vor, solche uralten, also sehr, sehr, also offenbar Jahrhunderte alte Strukturen mit überwucherten, pflanzenüberwucherten Gebäuden und so weiter. Das hat mich gerade erinnert. Das ist wieder mal so toll, so ein Beispiel, ne? Logan's Run. Im Deutschen heißt der Film nicht etwa Logan's Flucht oder Logans Lauf oder irgendwas in der Art, sondern Flucht aus dem 23. Jahrhundert. Also finde ich wieder beknackt, muss ich gestehen. Edwin Tiong, Zivilist. Hm. Überwucherung. Das kriechende Gewächs auf dieser Ebene hat die düsteren Oberflächen mit einem fast trostspendenden Grün überzogen. Ja. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt nochmal in den nächsten Raum rein. Guck mir den noch kurz an. Und dann soll es das für heute sein. Das helle Licht in diesem Türeingang deutet auf ein weiteres Labor hin. Und da geht es aber auch lang. Ich guck mal hier. Da bewegt sich schon ein bisschen schneller wieder. Holla. This is ridiculous. How did it grow this world in a few months? Schiffsjunge. Wo ist denn der Typ schon wieder? Ach, hier. Okay. These plants can naturally develop this fast. Cain developed the technology to accelerate plant growth. Oxygen is big business. Nun gut, also passt auf, ich gehe mal zurück, stelle mich hier hin, speichere und dann machen wir dann nächstes Mal weiter. So richtig zur Ruhe komme ich heute nicht. Speziell wegen dieser bescheuerten Chefanrufe. Ja.
vor allem aus völlig banalen Gründen. Naja, mal sehen. Ich werde dann wahrscheinlich, weil ich es erzählen muss, weil es dann quasi aus mir raus muss, beim nächsten Mal kurz zusammenfassen, was daraus wird. Ne? Aber trotzdem war es spannend hier. Die meiste Zeit konnte ich ja schon das Spiel genießen. Es ist immer noch ein spannendes Spiel. Also jetzt habt ihr ja wahrscheinlich teilweise schon, also ich weiß, andersrum angefangen. Ich weiß nicht, wie viel vom Spiel ich schon geschafft habe und ich möchte es auch nicht wissen von den Leuten, die das Spiel kennen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es zumindest mehr als die Hälfte ist. Und ich kann es wirklich als Point-and-Click-Adventure echt empfehlen. Wenn man denn auf diese ziemlich gruselige und blutige Atmosphäre sozusagen steht, ne? Wenn man so ein humorvolles Ding à la Monkey Island oder Thimbleweed Park oder sowas steht, dann hat man natürlich nichts, was man gerne haben will, ne? Dann ist das was ganz anderes. Also, ich danke euch für eure Gesellschaft. Aber wie gesagt, das soll es jetzt sein. Ich werde mich jetzt auch mal so ein bisschen quasi in die Ruhe für heute zurückziehen. Und wenn ihr wollt und die Technik es zulässt, dann sehen wir uns am Wochenende, spätestens am Wochenende nochmal. Mit entweder Kingdom Come, wenn ich mir tatsächlich das erste Mal angucke, was andere schon längst gemacht haben und wahrscheinlich viele das Spiel schon durch haben. Ist mir egal. Entweder das oder Monster Hunter, je nachdem. Oder vielleicht auch noch was anderes. Aber das sind so die Sachen, die mir so gerade so im Kopf rumspuken. Das sind so die wahrscheinlichen Dinge, die tatsächlich beim nächsten Mal passieren. Ne? Also, die Aufnahme stoppt.